Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode einer Prognose Champions League, vierter Spieltag. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Los geht's jetzt mit Zenit St. Petersburg gegen RB Leipzig. Viel Spaß! Am Dienstagabend war RB Leipzig zu Gast bei Zenit St. Petersburg. Das Hinspiel konnte man am dritten Spieltag mit 2:1 gewinnen. Man holte dort einen 1:0 Rückstand auf. Gegen diesen Gegner sollte man dann zumindest auch einen Punkt holen im Rückspiel. Bestenfalls einen Sieg. Die erste Möglichkeit und das erste Tor nach 15 Spielminuten, doch sonderlich groß war die Aufregung hier nicht. Guter Ball zwar von Paulsen, doch Sabitzer war hier recht deutlich in Abseitsposition geraten. Dennoch, der erste Spielzug war einigermaßen gelungen. Zenit St. Petersburg aber spielte auch fahrlässig. Sabitzer holt sich den Ball von Osorio. Der Österreicher gleich mit der Flanke und Paulsen in der 24. Minute mit dem Torschuss, der eigentlich zum Tor führen müsste. Auch eine gute Parade von Lunev, aber unter dem Strich muss der sitzen. Der anschließende Eckstoß. Diego Demme kommt kurz und Mukiele ist in der Mitte bereit, den abzunehmen per Kopf. Doch wirklich gefährlich wurde es hier nicht. St. Petersburg enttäuschte in dem ersten Durchgang auf voller Linie. RB Leipzig spielte gut, aber verpasste es, den Treffer zu erzielen. So also eine völlig offene zweite Hälfte. Doch Leipzig spielte weiterhin sehr konzentriert und gut nach vorne. Timo Werner und Marcel Sabitzer. Konrad Leimer schickt dann Halstenberg auf die Reise. Marcel Halstenberg liegt quer und Paulsen läuft richtig ein. 64. Minute, das 1:0 für die Gäste. Hochverdient. Zenit St. Petersburg nach wie vor nicht richtig auf dem Feld. Keine 20 Minuten mehr auf der Uhr. Klostermann mit der Flanke. Wieder nur unzureichend geklärt. Wieder Marcel Halstenberg auch zu Konrad Leimer. 0:2. 74. Minute. Die Vorentscheidung war schon mal hergestellt, weil Halstenberg das gut macht und Leimer sehr stark abschließen kann. Oder sollte doch noch was anbrennen? Fehler von Halstenberg und dann Mukiele erst dazwischen, immer noch nicht geklärt. Gulaschi vor Probleme gestellt. Doch mehr sprang dann am Ende für die Gastgeber nicht bei rum. Leipzig setzt sich verdient mit 2:0 durch, sammelt damit Punkte fürs Weiterkommen. 9 stehen da jetzt auf dem Konto und wenn sie nicht viel falsch machen sollten in Zukunft, dann wird es wohl für die K.O.-Phase reichen. Vermutlich wird der BVB am Ende gegen Inter Mailand in den Zweikampf geraten um Platz Nummer 2 hinter Barcelona. Das Hinspiel gewann Inter mit 2:0. Das heißt, der direkte Vergleich sieht erstmal schlecht aus. Heute im Signal Iduna Park sollte man natürlich gewinnen. Die erste Chance gehörte dann auch den schwarz-gelben Marco Reus, doch der Ball noch recht weit am Kasten vorbei. Doch Inter Mailand konnte nicht so richtig ins Spiel finden, konzentrierte sich auf die Defensive. Ein Unentschieden wäre für sie deutlich profitabler. Nico Schulz nun über die linke Außenbahn. Der Außenverteidiger mit starkem Antritt, mit dem Ball in die Mitte und Axel Witzel scheitert an Handanovic. Akrobatische Abnahme, dann der Abschluss, aber etwas zu unplatziert. Aber immer wieder Nico Schulz mit guten Flankenläufen und Inter Mailand kam im ersten Durchgang gar nicht zur Entfaltung. Zagadou setzt hier vorne schnell nach. Hazard steckt durch zu Delaney und der trifft nur den Außenpfosten. Extrem ärgerlich für Schwarz-Gelb, dass sie hier nach 45 Minuten noch nicht in Führung gehen konnten. Spielerisch machten sie auf jeden Fall vieles richtig, nur im Abschluss haperte es. Inter Mailand aber auch im zweiten Durchgang erstmal nicht auf Augenhöhe, weil die Gastgeber das auch richtig gut machten. Thorgan Hazard setzt sich da sehr gut durch im 1 gegen 1 und dann Thomas Delaney, der erst nicht durchkommt, aber nachsetzt und das 1:0 erzielt. 63. Minute. Bleibt dran in der Szene,
beschreibt so ein bisschen die Verhältnisse hier. Einfach wacher, die Dortmunder. In der Schlussphase dann kamen die Italiener aber endlich mal nach vorne. Candreva mit einer Flanke. Bürki hat da Probleme. Und dann Lautaro Martinez am zweiten Pfosten. Kann den Ball aber nicht mehr kontrolliert auf den Kasten bringen. Trifft nur das Außennetz. Doch beim BVB fing der Kopf nun wieder an zu arbeiten. Dennoch setzen sie noch Nadelstiche. 89. Minute, Nico Schulz mit der Flanke. Delaney scheitert an Handanovic und dann geht's in die andere Richtung. Lukaku macht den Ball gut fest und schiebt das Spiel weiter an. Romelu Lukaku. Der BVB zu passiv in dieser Szene. Lukaku zu Lautaro Martinez. Das geht zu einfach. Eine Körpertäuschung. Und Zagadou ist aus dem Spiel genommen. Und in der 90. Minute schlägt Inter dann doch noch zu. Extrem schmeichelhaft. Doch die Gäste beweisen, warum sie in der Serie A gerade Juve richtig gut zusetzen. Sie bleiben bis zum Ende dann, schlagen zu und nehmen hier unverdient einen Punkt mit. Der FC Bayern München gegen Olympiakos Piräus am Mittwochabend. Für die Bayern läuft es durchaus gut in der Gruppenphase. Man steht ganz oben, 3 Spiele, 9 Punkte gegen Olympiakos Piräus zu Hause. Also eigentlich nur eine Formsache. Serge Gnabry wird auf die Reise geschickt. Der geht lange mit dem Ball, der geht sehr lange mit dem Ball und dann entscheidet er sich für die falsche Aktion. Muss den selber auf den Kasten bringen, sucht Lewandowski, der aber nicht an den Ball kommt. Olympiakos Piräus natürlich auf die Defensive versteift. David Alaba, Serge Gnabry, die Bayern warten aber ab für die richtige Lücke. Martinez auf Gnabry, jetzt schließt er selber ab. Trifft aber nur das Außennetz. Knappe Aktion, das hätte es schon sein können. Kurz vor der Pause dann mal Olympiakos. Viel Platz für Daniel Podenz und der schlägt zu. 41. Minute, das kam aus dem heiteren Himmel. Doch der FC Bayern München weiß diese defensive Problematik nicht erst seit diesem Abend auf. Doch das wollten sie wieder wettmachen mit gutem Offensivspiel. Thiago zu Robert Lewandowski. Lewandowski eiskalt. 48. Minute, der Pole schlägt zu und stellt wiederum auf Gleichstand. Der perfekte Start in den zweiten Durchgang. Aber Piräus kam nicht mehr rein. Serge Gnabry über die linke Außenbahn, wieder mit viel Platz. Natürlich nicht in Abschlussposition. Dann sucht er mit einem guten Ball Martinez, Coutinho und José Sá. Mit einer starken Reaktion verhindert hier den Rückstand. Hat er noch etwas Glück, dass der Ball von seinem Rücken nicht über die Linie geht. Die Bayern aber wollten den Dreier deutlich mehr. Martinez, Coutinho 2:1, 73. Spielminute und das war auch gleichzeitig die Entscheidung. Genialer Ball auf Coutinho von Javi Martinez. Und der Brasilianer lässt sich da nicht zweimal bitten, schießt links ein. Dreht diese Partie hochverdient. Gewinnt der FC Bayern München mit 2:1, hat damit die volle Punkteausbeute nach 4 Spielen. Das riecht alles nach K.O.-Phase. Bayern 04 Leverkusen hat die Aufgabe, bestenfalls noch in die Europa League zu kommen. Das hieße Platz 3. So spielten sie dann auch gegen Atleti gar nicht so verkehrt von Beginn an auf. Havertz zu Kevin Volland, der geht gut in den Strafraum, dann eine schöne Täuschung und Jan Oblak sieht zur Abwechslung mal nicht gut aus. Halbe Stunde gespielt und das 1:0 für Leverkusen, durchaus verdient. Atleti
bekanntermaßen auf die Defensive spezialisiert. Jetzt mussten sie natürlich was nach vorne machen. Herrera hatte da nur kurze Zeit später die erste gute Möglichkeit für die blau gekleideten Gäste. Der Ball geht aber noch vorbei. Simeone konnte damit natürlich alles andere als zufrieden sein. Nachspielzeit des ersten Abschnitts. Koke im Strafraum. Gut quergelegt zu Correa, doch Lukas Radetzky ist aufmerksam und bewahrt seine Mannschaft vorm Ausgleich. Und sollte man tatsächlich diesen Sieg am Ende über die Runden bringen, ist vielleicht sogar noch das Weltwunder möglich, und zwar Platz 2. Aber davon sollte man noch nicht träumen. Erstmal die Hausaufgaben machen. Bayer 04 Leverkusen nun unter größerem Druck. Jetzt hatten sie wieder was zu verlieren. Trippier mit dem Ball in die Mitte. Tah dazwischen. Koke setzt aber nach und trifft Bayer mitten ins Herz. 10 Minuten knapp gespielt im zweiten Abschnitt. Koke bleibt einfach dran in der Szene. Leverkusen verpennt es. Über eine Stunde gespielt. Atleti wollte jetzt mehr, rannte teilweise dann unerwartet ins offene Messer. Amiri, Havertz, gut zu Karim Bellerabi. Das ist eine suboptimale Ballmitnahme. Legt ihn sich etwas zu weit vor, dann ist er zu knapp vor Oblak, der natürlich beweist, dass er eigentlich die Weltklasse hat. Trotzdem muss Bellerabi das besser lösen. Schlussphase. Leverkusen hatte den längeren Atem. Kerim Demirbay nochmal zu Kevin Volland. Legt zurück. Baumgartlinger. Nein, es sollte nicht mehr gelingen. 87. Minute. Amiri kommt nicht durch. Atletico verteidigt das 1:1. Wird damit natürlich besser leben können. Bayer Leverkusen muss damit wirklich das Minimalziel Europa League noch irgendwie anvisieren. Jo, das war's dann auch wieder mit der Prognose. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Video und adios.